Freunde, das ist wieder mal ein Unboxing-Video vom WTB Outdoor Equipment von Patrick. Habe ich das bekommen. Ich weiß auch schon, was drinnen ist. Das hätte mir sollen schon zu Weihnachten erreichen. Irgendwie hat es die Post zurückgeschickt, keine Ahnung. Und dieser Tage, also der Woche, hat er mir mal angeschrieben, ob ich das Geschenk nicht haben will oder ob mit der Post was passiert ist. Ja, klar ist natürlich von der Post, weil meine Frau ist eigentlich den ganzen Tag daheim, also da gibt es keinen, der das nicht annehmen könnte. Puh, die sind heute gelaufen wieder. Ja, ich weiß, dass da ein Messer drin ist und da schauen wir aber jetzt einmal gemeinsam rein. Oh, super. Kydex. Decklock. Wow. Ui. Schönes Teil. Mit Lanyard drauf. Ja. Schöne, angenehme Länge. Okay, mal schauen. Ist auf alle Fälle länger wie mein Enzo Trapper. Gut, das Enzo Trapper ist glaube ich nur 10. Das dürfte 12,5. Also gerade noch erlaubt sein. Guter Griff. Ja, für meine Hände optimal. Ich habe Handschuhgröße 8, das ist auch relativ klein. Und da ist auch noch ein Brief dabei, sehe ich. Also mal schauen. Okay, ich werde den einmal vorlesen. Hallo lieber Carlos, ich hoffe dir und deinen Lieben geht es gut. Danke, geht es. Mir ist gestern beim Richten eines meiner neuen Messer heruntergefallen. Am Metall oberhalb vom Griff ist nun ein kleiner Kratzer. Oberhalb vom Griff. Vielleicht da. Ich weiß nicht, ob er jetzt das genau meint. Muss ich mir da haben. Also ich finde da jetzt nicht wirklich irgendwas. Aber okay. Zum Wegwerfen ist das einmal viel zu schade. Da habe ich an dich gedacht. Vielleicht hast du Verwendung dafür und ich kann dir damit ein kleines Vorweihnachtsgeschenk eine Freude machen. Ist ein bisschen später gekommen, aber ist ja nicht dein Fall. Keine Ahnung, die Post schuld. Kann ich wirklich nichts dafür. Solltest du keine Verwendung haben, darfst du es natürlich auch gerne weiterschenken. Hauptsache jemand freut sich darüber und benutzt es. Ja, benutzen wäre ich sicher, weil das hat eine gute Größe. Das ist auch wirklich sehr scharf. Gefällt mir. Und ich glaube, das wird mit dem Decklock an den Schultergurt kommen von meinen 5er. Ja, ich möchte dir auf diesem Weg auch noch einmal für dein Feedback zu meinem Hover danken. Ich freue mich immer über Rückmeldungen und Erfahrungen von anderen Outdoor-Begeisterten. Auch deine Idee mit dem Schrauben im Ascherost ist klasse und ich kenne einige Leute, die deinen Tipp dankend angenommen haben. Ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit, kommt eh wieder, ist ja wurscht, und weiterhin viele schöne Momente in der Natur. Viele liebe Grüße aus dem Südschwarzwald, Patrick. Ja, wie gesagt, das war wirklich, hat mich wirklich sehr gefreut. Das ist ein super Messer und ich finde keine Marken drauf. Also was soll das? Wenn das wirklich das da vorne ist, lächerlich. Das sieht man ja nicht einmal gescheit. Das ist, ja, man gespielt es, aber meine Güte. Also wirklich ein schönes Messer. Da klappert nichts, das hält super. Die Decklock, die sind auch nicht so schlecht. Die haben diese Sicherung, wenn ich es aufbringe. Na, so, dann drücken wir die zusammen. Dann kann man es schön verstellen für die Gürtelbraten. Aber wie gesagt, das kommt bei mir sicher auf dem Rucksack, auf dem Schultergurt. Dann habe ich das immer schön griffbereit bei der Hand. Ja, in dem Sinn, ich kann mich nur noch beim Patrick herzlich bedanken, sorry, aber da sind so viele Fliegen, das ist ein Wahnsinn heute. Wahrscheinlich, weil ein Gewitter kommt. Herzlichen Dank, Patrick, hat mich wirklich sehr gefreut. Dein Hobo habe ich immer noch zu Hause. Wird auch sicher wieder im Einsatz kommen, nur weil ich mein kleines Gepäck mit dabei habe, da habe ich doch mein
kleinen Falthobel dabei, der ist doch um etliches gescheiter zum Zusammenlegen. Aber vielleicht fällt mir da was ein dazu, zu deinem WTB-Auto-Hobel, weil da habe ich jetzt einen Standfuß auch noch gekriegt, den hat mir der Sascha vom Wildhikes.tv geschickt, den habe ich jetzt auch dazu. Damit kann man den viel schöner nutzen. Ja, vielleicht fällt mir dazu noch was ein. Ich habe in letzter Zeit wirklich nicht viel nachgedacht. Habe meine Buschboxen verkauft in dem Sinn. Ich habe einfach zu viel daheim gehabt, aber ist ein anderes Kapitel. Gut, ich würde es nicht mehr in die Länge ziehen. Ich sage vielen herzlichen Dank für das geile Teil. Passt in meine Hand wirklich super. Vielleicht für größere Hände, für Handschuhgröße 10 wird es vielleicht eng, aber bei mir mit 8 optimal. Patrick, nochmal vielen herzlichen Dank in dem Sinn und du wirst das Messer sicher öfters im Einsatz sehen. Auf mein Rasch 5-11. Auf dem Schulter gut drauf. Hängend montiert. Jederzeit griffbereit. Optimal, gefällt mir. Okay, da oben werden wir noch was machen. Das ist nicht unbedingt so scharfkantig, aber da werden wir ein bisschen drüber schleifen und dann passt es. Gut, in dem Sinn, danke und ich wünsche euch einen schönen Tag.